Hallöchen ihr Lieben, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal Francis Rose Art und herzlich willkommen für alle die, die ganz neu auf meinem Kanal sind. Auf diesem Kanal geht es rund um die Kunst. Ich zeige euch Materialien, Pinselfarben, ich zeige euch auch, wie man mit Aquarell malt, mit Ölpastellen, mit Acryl. Ich mache alles Mögliche im kreativen Bereich hier auf diesem Kanal und heute habe ich ein Paket bekommen mit neuen Utensilien und die möchte ich euch gern zeigen und vorführen und am Ende gibt's mein Fazit zu den Sachen. Also das Paket und als erstes packe ich die Culineo Pinsel aus. Das ist eine neue Serie, also nicht mehr ganz so neue. Ich habe sie jetzt nur neu entdeckt für mich von Aquarellpinseln. Diese Pinsel sind mit einem Synthetikhaar versehen, das dem Rotmarderhaar sehr ähnlich sein soll. Also diese Komposition wurde wohl lange gesucht und nun endlich gefunden sozusagen und kreiert und dieser Pinsel soll nun dem Kolinsky-Marderhaar sehr ähnlich sein und ja, ich werde die gleich mal austesten und schauen, ob die wirklich so gut sind wie ihr Ruf. In diesem Päckchen befinden sich die Faber-Castell Graphit Matt. Das sind ja Bleistifte, die diesen typischen Bleistift Stiftschimmer nicht mehr haben sollen, also die wirklich ganz matt schwarz sind, fast ein bisschen wie Buntstifte, sich aber trotzdem auftragen lassen wie Bleistifte. Ich habe mir hier 8 Stück bestellt, das sind alle 8, die es gibt und mit diesen Stiften werde ich allerdings nochmal gesondert ein Video machen, da ich sie hier nur ganz kurz ausprobiert habe. Hier sind nochmal 2 Deckweiß, da habe ich einfach für meine Gouache- und Aquarellmalerei nochmal 2-mal Deckweiß nachbestellt. Das ist das gleiche Deckweiß, was dann auch in dem Caran d'Ache Gouache-Kasten drin ist. Hier ist die Leerbox für die White Nights. Ich habe mir ja nochmal welche nachbestellt. Zwar einige Farben, die ich schon habe, die also ausgetauscht werden können irgendwann. Aber ich habe mir gedacht, da ich mein Sortiment an White Nights ein bisschen vergrößern möchte, nehme ich auch noch einen Kasten dazu. Ich mag es dann doch auch, wenn es original ist. Und hier sind meine nachgekauften Farben. Das ist auf jeden Fall mal Indigo-Blau. Das nutze ich unheimlich viel. Das ist auch ein ganz tolles Blau beim Malen und noch einige andere Farben, Grüntöne für meine florale Malerei und tatsächlich auch so ein paar wie Hauttöne, fast rosa und ein cremefarbener Ton sind dabei. Ihr werdet es gleich, wenn ich die Farbkarten mache, nochmal sehen. Das sind echt schöne Farben. Ja, und hier habe ich jetzt den Caran d'Ache Gouache Kasten. Den gibt es entweder mit 7 Farben oder in diesem Fall mit 15 Farben, wenn man das Deckweiß dazu nimmt. Was ich besonders schön an dem Kasten finde, dass er halt mit natürlichen pflanzlichen Bindemitteln ist und hohe Pigmentkonzentrierung hat. Also das sieht man auch einfach, die Farben sind so leuchtend. Die Gouache ist ja eigentlich nichts anderes wie eine Aquarellfarbe, nur dass sie eben opak ist, also sehr deckend ist. Man kann sie aber eben auch mit viel Wasser vermischen und hat dann auch genau den Aquarelleffekt. Ich glaube, in einem meiner ganz frühen Videos habe ich mal gesagt, dass das nicht geht. Das stimmt nicht. Wenn man die richtig verwässert, verhalten die sich genauso wie Wasserfarben auch. Allerdings, wenn man wirklich Aquarell machen will, sollte man meiner Meinung nach auch gute Aquarellfarben nehmen. Da hat man dann doch ein bisschen mehr Freude dran. Hier auf dem
auf dieser Papierbanderole ist die Farbkarte, also die man dann selber anlegen kann. Finde ich auch ganz schön, obwohl es ist ja Pappe, aber gut, bei Gouache ist es nicht ganz so wie bei Wasserfarben. Da ist ja nicht so viel Wasser normalerweise im Einsatz. Ja, und der Kasten ist echt schön gemacht, sehr wertig, sehr stabil, würde ich auch sagen. Da sind natürlich wieder Sticker drin, die weiß ich gar nicht, was ich damit anfangen soll. Die sind so eher durchsichtig mit so weißen Linien. Ich weiß nicht so ganz, wo man die draufklebt, vielleicht auf Skizzenbuch oder so. Was ich toll finde, ist, man kann jede Farbe rausnehmen und nachkaufen. Die Farbe kommt nicht aus dem Töpfchen raus, wie ich das gerade hier so versuche. Sie bleibt drinne. Ja, der Pinsel macht eigentlich eher einen ziemlich billigen Eindruck. Der Stiel biegt sich, falls man das so ein bisschen sehen kann. Der ist so nicht ganz gerade. Der Pinsel ist sehr leicht und ich habe im ersten Moment das Gefühl, dass er nichts taugt. Was ich mir allerdings bei Caran d'Ache irgendwie nicht so richtig vorstellen kann, weil bis jetzt fand ich die Sachen immer sehr gut, aber wir werden es einfach mal ausprobieren und dann sehen wir das ja. Dass eine große Tube Deckweiß dabei ist, finde ich auch super. Ich vergleiche hier einfach mal die Pinsel mit dem Collineo von der Qualität der Zwinge und auch dem Stiel. Also da sind himmelweite Unterschiede, das sieht man auch einfach. Das sieht man schon, die Zwinge ist ganz billiges Alu oder irgend sowas. Ihr seht, dass das ganz matt ist auch und naja, wir schauen mal, wie sich der Pinsel im Test dann macht. Natürlich kann er auch an einen Collineo, der dann wahrscheinlich so um die, das ist glaube ich Größe 6 gewesen, der ist dann so um die 6, 7, 8 Euro. Da ist natürlich ein Unterschied, ne? Hier seht ihr das nochmal, das ist genau das gleiche Deckweiß und ja, man kann davon nie genug haben für Gouache-Malerei oder eben auch für die Acryl, ich sage immer Acryl, Aquarellmalerei natürlich. Eigentlich habe ich so gedacht, dass der Kasten ziemlich groß ist. Dafür ist natürlich dann auch dementsprechend die Mischpalette sehr groß, was schon cool ist und auch Sinn macht. Allerdings denke ich manchmal, ja, wenn man das dann mitnehmen möchte, hat man schon ganz schön was zu schleppen bei dem großen Kasten. Der ist tatsächlich auch gar nicht so leicht, wie er aussieht. Ich versuche hier gerade das Innenleben rauszunehmen, um mal zu gucken, wie es unten drunter aussieht. Ja, stelle ich mich eher schlecht dabei an, aber egal. Man könnte den Kasten sicherlich auch gut für Stifte nehmen, wenn man das Innenleben rausnimmt. Und vielleicht finde ich da auch eine andere Möglichkeit, dass ich den Kasten irgendwie umbaue und die Gouache-Farben woanders reintue. Ja, ich nehme hier Aquarellpapierreste, die ich mir in der Größe der Kästen zuschneide, damit ich die Farbkarten hinterher auch in den Kasten machen kann. Dann habe ich immer zur Hand, was drin ist und kann damit gut arbeiten. Ich nutze dafür meinen Eckenschneider. Das funktioniert ganz gut. Ich habe so einen Kantenschneider, der abgerundete Ecken schnibbelt und damit kann man echt schnell und effektiv solche Kanten schneiden. Das ist mega. Der ist ja auch in dem Video mit den selbstgemachten Postkarten oder mit den selbstgemachten Visitenkarten schon zum Einsatz gekommen. Also ein Teil, das sollte eigentlich jeder haben, der kreativ arbeitet. Damit kann man wirklich tolle Effekte erzielen. Ja, also diese Farbswatches finde ich mittlerweile auch wirklich wichtig. Vor allen Dingen auch, dass ihr das auf Aquarellpapier malt, das ihr auch benutzt. Also, dass ihr wirklich einen realistischen Blick dafür habt, dann beziehungsweise ein realistisches Bild von den Farben. Genauso wie ich das dann an einer Ecke ziemlich opak auftrage und nach hinten hin verwässere, dass man wirklich die Facetten dieser einzelnen Farben gut erkennen kann, dass man sieht, in welchem Braun oder Grün ist denn ein Rotton mit drin oder welches Grün ist kalt, welches Grün ist warm. Also die Farbkarten sind mittlerweile für mich unerlässlich. Als ich angefangen habe zu malen, habe ich es noch nicht so verstanden. Mittlerweile, seitdem ich viel male und auch gerade mit Aquarell, muss ich sagen, finde ich es sehr, sehr wichtig. Und auch mit Buntstiften mache ich das. Bei Buntstiften ist es für mich sogar noch ein bisschen wichtiger, weil man es wirklich nicht richtig sehen kann anhand des Stiftes. Also das kann noch so identisch sein, der Farbauftrag auf dem Stift, das ist wirklich kaum wirklich realistisch zu sehen. Und manche Farben sind ja opak, manche sind sehr transparent. Das kann man anhand dieser Farbproben, sag ich mal, auch gut erkennen. Ich kann dann eigentlich auch schon abwägen, welche Farben ich mit was mischen muss, um die Farbe zu bekommen, ungefähr, die ich haben möchte.
Das macht dann unter anderem eben einfach auch die Übung. Ja, ich mache die Farbswatches schon mit den Collineo-Pinseln und ich muss wirklich sagen, die machen sich sehr gut. Ich habe ja extra die kleineren gewählt, weil ich welche brauchte für Detailarbeiten und ganz kleine Sachen. Speziell, wenn ich wieder was Florales male, dass ich da mal ganz feine Sachen malen kann, so wie Baumäste und sowas, wenn ich jetzt nicht gerade auf riesengroßen Papieren male. Und dafür sind die wirklich gut. Also ich kann keinen Unterschied zu Maestro entdecken. Vielleicht gibt es da einen, der Mega-Profi kann das wahrscheinlich auseinanderhalten. Ich muss sagen, ich finde die super und das ist dann auch noch eine ja, naturverträgliche Geschichte. Das ist dann umso besser, finde ich. Ja, bei den Gelbtönen seht ihr jetzt gleich, das nächste Gelb sieht anders aus wie das drauffolgende, aber einfach nur, weil es dreckiger war. Das Gelb und das nächste sind die gleichen Gelbtöne, da habe ich einfach schon mal nachgekauft. Aber da kann man mal sehen, was es doch für Unterschiede ist, wenn das schon so ein bisschen verschmutzt ist. Also daran seht ihr auch, dass ihr eure Näpfchen, wenn ihr eine wirklich reine Farbe haben wollt, die auch gut sauber machen müsst für die nächsten oder neuen Bilder. Hier kommen jetzt die Braun- und Rottöne dran und auch die neuen Pastelltöne, würde ich fast sagen, die dazwischen sind. Da ist einfach schon ein Weißanteil mit drin bei den neuen Farben, die in der dritten Reihe dann kommen. Das habe ich bewusst so gewählt, das kann man natürlich mischen, wollte ich aber nicht, beziehungsweise wollte einfach mal ein paar fertige Farben haben, weil das dann auch, wenn man unterwegs ist, einfach schneller und einfacher ist. Und irgendwie fand ich die Farben auch richtig schön, ja, irgendwie so samtig. Bei White Nights finde ich immer wieder schön, dass einige Farben, speziell die dunkleren, sehr granulierend sind. Also bei dem Indigo-Blau, was ich da nachgekauft habe zum Beispiel, ist das sehr deutlich der Fall, auch bei einigen Braun- und Schwarztönen. Und die Farben von White Nights, einige davon haben sogar einen leichten Schimmer. Ich habe auch eine Bronzefarbe dazwischen mir irgendwann mal gekauft, fand ich auch interessant. Obwohl ich nicht so der Glitzertyp bin und ich habe ja auch noch den Kasten von Feintech. Da gibt es ja auch Video drüber mit den irisierenden Farben, die echt super sind, die auch wirklich, wirklich, ja, die man wirklich plakativ auch auftragen kann. Man kann sie also wirklich zart schimmerig auftragen, man kann aber auch richtig Gas geben. Also ich muss sagen, die sind auch richtig toll. Aber ich bin nicht so der Glitzertyp eigentlich, aber für Details werde ich sie bestimmt demnächst nochmal nutzen. Ja, und ansonsten muss ich sagen, sind die White Nights einfach qualitativ wirklich toll, sehr stark pigmentiert, leuchtend, kräftig und was ich halt auch einfach charmant finde, ist, dass sie nicht so teuer sind wie Horadam zum Beispiel. Da kann man ja locker mal für so ein halbes Näpfchen 8 Euro bezahlen und manchmal denke ich dann doch, das ist ein bisschen too much, weil gerade wenn man dann auch nur so für sich malt, es ist ja nicht alles, was man macht, ist immer für den kommerziellen Gebrauch gedacht, dann ist mir das einfach zu teuer. Ich mache hier nochmal ein paar Übungen mit den Pinseln, versuche die einzelnen Größen aus, wie das so ist mit feinen Linien und ihr seht, das geht eigentlich ganz gut. Ich habe das natürlich jetzt alles ziemlich schnell gestellt, dass ihr hier nicht ewig sitzt und mir beim Striche machen zuguckt, aber es geht wirklich toll und das ist halt wichtig mit den kleinen feinen Pinseln, dass man wirklich feine Linien hinkriegt. Da waren meine anderen, die ich hatte, wirklich ziemlich schwierig schon. Zu zerfleddert sozusagen. Ja, und hier mache ich wieder florales Design. Dafür brauche ich die Pinsel halt am meisten, würde ich mal sagen. Und deswegen, das mussten sie gut können und ich finde, so fein wie das hier gezeichnet ist, geht das wunderbar. Da werde ich sicherlich auch noch mehr Videos machen, wo ich die Pinsel im Einsatz habe und werde auch noch mal darüber sprechen. Das ist ja jetzt wirklich nur so auf die Schnelle dahin gekritzelt. Ich mache jetzt mit dem Gouache-Kasten natürlich auch noch eine Farbkarte und die Farben sind so schön satt und hochpigmentiert. Sie sind ja eigentlich wirklich so eher im Hobbybereich und für Schüler
und Kinder gedacht. Aber das ist mal ein Farbkasten, der ist wirklich, ja, also ich kann man nichts sagen. Der ist wirklich so, wie Gouache einfach sein soll. Sehr opak, sehr streifenfrei, wenn man es richtig macht. Die Farbauswahl ist auch super. Man kann ja auch viel mischen, dass da drei rötliche Töne, davon eben zwei warme, ein kalter dabei ist. Das gleiche bei Grün, zwei blaue. Die sehen hier, sieht es alles sehr ähnlich aus, aber ich kann euch versprechen, dass es in der echt also schon Unterschiede gibt. Auch hier zeigt der Pinsel von Caran d'Ache, der ja so billig und wirklich ja, minderwertig eigentlich gewirkt hat, sich von seiner allerbesten Seite. Der macht eine wirklich mega gute Spitze. Das ist immer wichtig, wenn man Blätter zeichnen will. Und ich finde den wirklich gar nicht schlecht. Also gut, dass ich ihn ausprobiert habe und nicht gleich weggeschmissen. Ja, ich mische hier nochmal, um zu sehen, wie die Farben mit dem Weiß aussehen. Auch das ist überhaupt kein Problem, logischerweise. Dadurch, dass das Deckweiß auch noch von Caran d'Ache ist, wobei das wahrscheinlich gar nicht mal so wichtig ist, aber da greifen die Farben sowieso gut ineinander. Und ja, kann man überhaupt nichts sagen. Das funktioniert wunderbar. Ich probiere jetzt noch die matten Graphitstifte aus, allerdings nur kurz. Darüber würde ich gerne nochmal ein separates Video mit euch machen. Ihr wisst ja, ich zeichne sehr gerne Porträts, auch gerade im Bleistift, Graphit oder Kohle. Und da werde ich nochmal ein richtiges Porträt mitzeichnen und dann spreche ich nochmal ganz explizit über die Stifte. Ich kann so jetzt auf die Schnelle nicht so viel sagen, außer dass ich halt auch sehr gespannt war auf die 10, 12 und 14b, weil das gibt es ja bei Bleistiften gar nicht. Und ich muss sagen, die haben sich schon wirklich gut angefühlt. Also man kann nicht sagen, dass es wie Buntstift ist. Es ist schon wie Bleistift und sie scheinen halt nicht so. Sie reflektieren halt nicht so wie Bleistift. Und das finde ich richtig gut, weil das ist das, was ich bei den Bleistiftporträts oft nicht mochte. Ich nehme jetzt hier nochmal einen Caran d'Ache. Das ist aber ein wasservermalbarer Stift. Da zeichne ich mir noch mal was vor. Ach ja, das sind die Orchideen. Ich wollte hier mit der Gouache einfach noch mal ein richtiges Bild zaubern, damit man außer bei der Farbkarte die Farben einfach noch mal sieht und wie es wirkt. Ich finde, die Vorzeichnung ist besser als das fertige Bild hinterher. Aber ihr kennt mich ja, ich bin ja selten zufrieden mit dem, was ich so mache. Oder nein, das stimmt nicht, aber dieses Bild gefällt mir am Ende nicht so. Man muss halt, und das hatte ich ja schon mal gesagt, auch immer wieder von den Wasserfarben auf Acryl und umgekehrt umdenken. Und das ist manchmal ein bisschen schwierig. Ich bin zwar in letzter Zeit viel mit Aquarell unterwegs, aber da die Gouache-Farben mich sehr an Acryl erinnern, denke ich immer, ich könnte sie auch so behandeln. Klar, man kann die Gouache-Farben auch noch ein bisschen anders übereinander legen als jetzt bei Aquarell, aber man darf ja nicht vergessen, die lösen sich halt auch wieder an. Ich versuche hier mit mehreren Schichten zu arbeiten, um den Orchideenstrang da etwas Leben einzuhauchen. Ich bin, wie gesagt, nicht so ganz begeistert, aber das ist jetzt auch wirklich nur so auf die Schnelle, wie immer. Das Bild hatte ich wieder von Pinterest. Ihr wisst ja, das ist meine Lieblingsquelle für Referenzbilder. Und dann nehme ich natürlich bevorzugt Fotos. Ich male hier in meine selbstgemachten Skizzenbücher. Auch darüber gibt es Videos, wie ich die Bücher selbst gemacht habe. Denn ich habe irgendwann mir überlegt gehabt, dass es ja eigentlich immer blöd ist, dass man sich, wenn man mit einem Skizzenbuch losgeht, festlegen muss, welches Medium man benutzt, weil man das dementsprechende Skizzenbuch mitnimmt. Also sprich, entweder ist es eins, was für Aquarell geeignet ist, oder es ist halt wirklich nur für Zeichnungen. Wenn ich aber dann unterwegs bin und denke, ich möchte doch Aquarell machen, habe ich nicht das richtige Buch dabei oder ich muss ein Arsenal an Skizzenbüchern mit mir rumschleppen. Was natürlich keiner machen möchte. Und da bin ich auf die Idee gekommen, ein Skizzenbuch zu machen, einfach aus ganz vielen verschiedenen Papieren.
Und somit habe ich mir eine Buchbindemaschine, einen Drahtbinder gekauft und die Drahtspiralen dazu. Und habe angefangen, mir meine Skizzenbücher selber zu binden. Das heißt, ich habe einfach von den ganz vielen verschiedenen Papieren, die ich habe ja dünnes Aquarellpapier, dickes, stark strukturiertes, mattes. Dann habe ich auch aber eben schwarzes Aquarellpapier genommen und habe eben auch Zeichenpapier mit eingebunden, sprich ein bisschen festeres, glattes Papier, worauf ich gut mit Buntstiften zeichnen kann oder mit Markern. Also muss ich, wenn ich demnächst unterwegs bin, mir nicht mehr mindestens 2 oder 3 Bücher mitnehmen, sondern kann ein Buch nehmen und eben die verschiedenen Medien, die ich benutzen möchte, eventuell eben auch. Und das ist so toll mit dem Draht auch, dass man das dann umklappen kann und man kann das Buch entweder hochkant oder seitlich gut nehmen, was ja dann mit so einem gebundenen Buch immer ein bisschen schwieriger ist. Obwohl die gebundenen Bücher einfach edler aussehen, muss ich aber sagen, ist das mit dem Drahtrücken immer doch irgendwie praktischer. Und ja, wenn ihr wissen wollt, wie ich das gemacht habe, dann schaut einfach nach. Ich werde euch das Video hier verlinken, damit ihr nicht lange suchen müsst. Das war auch wirklich sehr interessant. Hier ist dann jetzt das andere Buch, was ich gemacht hatte. Ich hatte 2. Das hat mir so viel Spaß gemacht, dass ich nach dem ersten Video ein zweites gemacht habe. Und ich male hier was eigentlich eher so ein kindliches Kindermotiv, würde ich eher sagen, so ein kleiner Fuchs im Wald. Einfach nur, um dann auch die Gouache-Farben noch mal ein bisschen mehr auszutesten. Und ihr seht hier also auch, dass das mit genug Wasser auch gut funktioniert wie bei Aquarell. Die Farben sind schon etwas anders als Aquarell, aber doch sehr, sehr nah dran. Ist ja halt Wasserfarbe, ist Wasserfarbe. Und hier sieht man bei dem Fuchsgesicht zum Beispiel auch, wie die Farbe reagiert oder aussehen kann mit Weiß. Da kann man also auch wirklich also alles mitmachen. Das ist ganz toll. Ich bin auch nach wie vor sehr begeistert von den Farben. Ihr könnt aquarellig und ihr könnt eben auch gouache-ig malen sozusagen. Was ich an Gouache so mag, ist dieser matte, kreidige Effekt, dass es so matt aussieht. Bei Acryl ist es tatsächlich manchmal so, jetzt, ich habe das ja in meinem Skizzenbuch, wo ich ein normales Lesebuch umfunktioniert habe zum Skizzenbuch und die Seiten einfach nur mit Gesso grundiert hatte, hatte ich ja das Problem, dass ich dann mit dem Acryl gemalt habe und die Acrylseiten über 2 Seiten dann zusammengeklebt sind, weil das Acryl ja doch so ein bisschen so eine gummiartige Struktur hat und auch eher ein bisschen glatt ist, währenddem das mit Gouache eigentlich nicht passieren sollte. Ja, das war der kleine Fuchs. Zum Schluss muss ich nochmal probieren, weil ich noch nicht so ganz glücklich war mit meinen Ergebnissen und dann habe ich mir gedacht, es ist ja bald Ostern, also male ich nochmal einen Osterhasen, ein bisschen im Vintage-Stil und den finde ich richtig cool geworden. Dieses minimalistisch schicke Design finde ich immer gut und vor allem total zeitlos auch. Ich zeichne mir das hier wieder vor mit meinem Karandasch wasservermalbaren Stift, Technalo ist das glaube ich, und male dann den Hasen mit der Nasse-Nass-Technik. Ich feuchte erstmal den Kopf an und dann gehe ich mit Farbe rein und lasse die Farbe ja mit dem Wasser ziehen sozusagen. Also ganz klassisch wie bei Aquarell und das funktioniert super mit den Gouache-Farben und auch der Pinsel ist besser als der erste Eindruck, den er hinterlässt. Mein Fazit. Also, der Gouache-Kasten von Karandasch, hier nochmal zum Schauen, mit den 14 Farben, warme und kalte Farben, ist alles drin, was ihr braucht. Ein Deckweiß und sogar ein Pinsel war dabei. Zu diesem Kasten kann ich euch sagen, also ich finde den Kasten richtig gut, sprich die Farben natürlich.
Das Deckweiß ist sehr schön. Das ist auch gut, dass sie da eine relativ große Tube mit reingemacht haben, denn wie ihr wisst, braucht man eigentlich fast bei aller Malerei immer viel Weiß zum Mischen. Die Farben sind wirklich sehr schön opak. Also so wie einfach Gouache-Farben sein sollen, lassen sich aber auch wirklich schön verwässern, genau wie Aquarell, das muss ich einfach sagen. Die Pigmente sehr reichhaltig und sehr schön. In dem Kasten der Pinsel macht erstmal optisch eher einen billigen und nicht so tollen Eindruck. Ich muss aber sagen, beim Malen hat er eine hervorragende Spitze gehalten. Auch wenn er wirklich, er geht ja wirklich so, wenn er wirklich schlecht verarbeitet ist und ziemlich billig wirkt und ziemlich leicht ist, hat er wirklich eine tolle Pinselspitze und ich bin positiv überrascht, weil ich habe gedacht, der fliegt als erstes in den Müll und das mache ich bei Pinseln selten. Was man noch sagen kann, ist, dass man sich den Platz hätte sparen können. Ich bin immer so ein Fan von kleineren Kisten. Ich hätte jetzt nicht so einen ganz großen Kasten gebraucht, aber trotzdem ein echt tolles Teil. Man kann das ja auch rausnehmen und die Farben könnte man theoretisch auch irgendwie andersweitig in einen kleineren Kasten reinkleben oder so, keine Ahnung. Man kann sich das auf jeden Fall machen, wie man möchte. Die Farben sind super. Pinsel 1A, Deckweiß auch spitzenmäßig. Für einen Preis von ca. 30 Euro finde ich vollkommen in Ordnung. Die Farben sind herausnehmbar. Das heißt, ihr könnt auch, wenn was alle ist, neu machen. Was ich gleich weggepfeffert habe, war die Farbkarte, also wo man die Farben anlegen kann. Da ich natürlich gedacht habe, dass diese kleinen Shapes, wo die Farben rein sollen, in der Reihenfolge der Farben im Kasten war und habe eigentlich auch gar nicht groß gelesen, was dran stand und habe erstmal schön reingemalt. Sinnlos, die sind überhaupt nicht so angeordnet, sondern die sind nach Namen angeordnet. Und da es hier jetzt nicht dabei steht, ist es ein bisschen blöd. Man müsste dann erst auf die Verpackung gucken, welche Farbe wie heißt und dann habe ich mir gedacht, lasse ich. Ich mache einfach eine Farbkarte, so wie die Farben im Kasten angeordnet sind. Und das habe ich auch bei den anderen Kästen so gemacht, damit man dann auch wirklich sieht, wo was ist. Dann habe ich mir ja noch ein paar Ersatzfarben für meine White Nights gekauft. Also das sind, mittlerweile habe ich jetzt den zweiten Kasten. Ich habe einen Leerkasten gekauft. Also man sieht, das hier war der Leerkasten. Der ist noch so schön sauber und unbenutzt. Und ich habe einfach ein paar Farben nachgekauft. Das sieht man. Manche Farben, glaube, sind die gleichen. Ich habe es jetzt nicht dazu geschrieben, aber das ist das gleiche Gelb. Und hier sind zweimal das gleiche Grün. Also ja, manchmal ist es ein bisschen schwierig. Ich habe vergessen, vorher mal auf die Nummern zu gucken. Und dann denkt man, man kann das anhand des Auges, mit dem bloßen Auge so erkennen. Das war nicht so ganz. Aber das macht nichts, da ich unheimlich viel Grün benutze. Ich habe die Türkistöne dazu gekauft. Dann brauche ich die nicht mischen. Und ich fand die auch sehr schön. Und ich bin immer wieder begeistert von White Nights, weil hier wirklich Preis-Leistung vollkommen super ist. Hier sind auch ein paar neue Töne mit drin und ein paar habe ich nachgekauft, wie dieses Orange zum Beispiel. Diese Farben sind alle neu, das ist so ein bisschen, als wären die schon gemischt mit Weiß. Kann man natürlich alles selber machen, ich habe es mir einfach fertig gekauft. Dann kann man sich das einfach ersparen mit der Mischerei. Wenn man zum Beispiel unterwegs ist, ist manchmal diese Fläche auch wirklich klein und dann, ja, wenn man nicht alles mischen muss, ist auch schön. Ist einfach eine Bequemlichkeit. Grundsätzlich braucht ihr nicht unbedingt so viele Farben, wenn ihr neu anfangt mit Aquarell. Die White Nights sind aber wirklich tolle Farben. Wie ihr sehen könnt, auch sehr leuchtend. Und ja, ich bin immer wieder begeistert, was die für eine Qualität haben. Ja, und last but not least habe ich ja noch die Pinsel bestellt, die neuen Collineo Pinsel. Und da muss ich auch sagen, bin ich super begeistert. Nicht nur, dass die toll aussehen mit diesem grauen Holzstiel. Natürlich hat DaVinci wie immer eine ganz tolle Haptik und man merkt auch gleich, dass die Pinsel super verarbeitet sind. Ich habe diese Collineo in den Größen, in den kleinsten Größen genommen, weil mir wirklich welche gefehlt haben, mit denen ich sehr, sehr feine Details machen kann in der Aquarellmalerei. Und dafür sind die echt super. Ich habe ein paar Maestros noch, aber ich muss sagen, die haben mittlerweile keine schöne Spitze mehr. Und ihr wisst ja, Maestro ist schon ziemlich teuer. Ist sein Geld auf jeden Fall wert.
der Pinsel. Ja, und damit kann ich euch wie immer nur sagen, super Produkte, ihr könnt nichts verkehrt machen. Die Pinsel sind definitiv gut. Die Gouache-Farben sind super. Das ist natürlich auch ein bisschen handlicher als das mit den Tuben. Und White Knight sowieso 1A. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich freuen. Natürlich über die Likes, über die Abonnenten. Das ist für euch nur ein Klick und mir hilft es ganz, ganz doll weiter. Und ich freue mich darüber. Vielen Dank und bis nächste Woche. Tschüss.